herzlich willkommen zur, ich glaube, 6. Folge von Dungeons 3 mit mir, dem Ricky. Und heute geht's weiter mit der Story. Das Ende von Burgers End. Nach dem unrühmlichen Ende von Grimli hatte sich die Armee des hinterlistigen Bösen durch die Minen von Stahlschmiede geschlagen, um den Streitkräften und dem Zorn Thanos zu entgehen. Die alten Schächte brachten sie in die Nähe der verfressenen Stadt Burgers End. Burgers End, ey. Genau, das spielen wir jetzt. Letztes Mal sind wir ja ziemlich durchgerusht. Wegen den verschiedenen Todeshämmern. Talia und die Armeen des alles verspeisenden Bösen hatten die Minen von Stahlschmiede hinter sich gelassen, fernab von Thanos und seinen Schergen. Die Tunnel brachten sie ganz in die Nähe der Stadt Burgers End, im Hinterland des Reiches. Burgers End war bekannt für seine gefräßigen Helden. Genauer gesagt war deren Appetit legen, warte, es kommt gleich, der. Sie stopften so viel in sich hinein, dass die Stadt mehrmals täglich mit Essen aus dem Umland beliefert werden musste. Wahre Geschichte. Mit diesen Vielfraßen werden wir doch spielend fertig. Los, Kreaturen des abartigen Bösen! Macht diese Gourmands alle! Dieser überstürzte Angriff war keine gute Idee, wie die Kreaturen des sie verheizenden Bösen allzu schnell erfahren mussten. Denn diese gut genährten Krieger erwiesen sich als überaus schlagkräftig und zerlegten die anrückenden Horden mit erschreckender Geschwindigkeit. Hätte besser laufen können. Natürlich machte so ein Kampf auch hungrig. Doch glücklicherweise erschien kurz nach dem Zusammenstoß ein Transport, voll beladen mit Essen. Schnell ratterte es im bösartigen Hirn des hinterlistigen Bösen. Was wäre, wenn diesen Transporten ein Unglück auf dem Weg zur Stadt geschehen würde und die Stadt plötzlich ohne Nahrung dastünde? Heimtückisch kicherte es in sich hinein. Ha! Diese Holzstapel konnten vielleicht als Straßenblockade genutzt werden, wenn man sie mit ein paar beherzten Schlägen in Bewegung versetzt hatte. Das würde den Nahrungstransport noch einmal deutlich erschweren. Okay, dann hungern wir die Schweine aus. Ein genialer Plan. Müssen wir das machen? Ich fühle mich noch ganz schlecht, weil wir Grimli getötet haben. Ich bin überrascht. Ich dachte, diese böse Tat würde endlich den guten Teil in mir auslöschen. Hier ist der Ausgang. Das müsste ich wohl noch eine Weile länger ertragen. Diese schizophrenen Monologe stören etwas. Sie hindern mich daran, noch viel mehr zu sagen. Nicht das Schlechteste, wenn ich die Rezensionen des letzten Teils so anschaue. Was? Wie kannst du es? Das war eine Frechheit. Darüber reden wir noch. Eigentlich. In seiner grenzenlosen Genialität hatte das umsichtige Böse Talia ein paar Gobobots zur Verfügung gestellt, deren Kampfstärke sich als äußerst nützlich erweisen würde. Diese waren gerade... Ja, Moment, wo waren die eigentlich? Ja, die hätten mir angeblich gestern zugestellt werden sollen. Aber der Postbote hat mir nur einen Zettel am Dungeon-Eingang hinterlassen, dass er mich nicht angetroffen hat. Dabei war ich die ganze Zeit hier. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal nur. Ach, bitteschön, einmal nur mit Profis arbeiten. Tief durchatmen. Erinnere dich daran, was sie dir beigebracht haben. Du willst nicht schon wieder Elektroschocks bekommen. Gut, also... Das übellaunige Böse warf kurzerhand zwei Gobobots in den Dungeon. Dann machte es sich auf die Suche nach diesem Lieferboten und vermöbelte ihn nach Strich und Faden. Jawohl, zwei Gobobots. Das ist natürlich sehr praktisch. Wie schaut's mit meinem Forschen aus? Aha! Ich brauche erstmal ein paar Orks, hab ich so das Gefühl.
Na, dann haben wir mal ein paar Orks her. So, wir brauchen mehr Gold. Schatzkammer, jawohl. Sollen wir jetzt mal schauen. Okay, hier ist wieder so ein. Diese Bösartigkeitsschreine sind genügend da. So wie ich das sehe. Das müssen wir halt erstmal alle einnehmen, ne? Und das wird, glaube ich, eine Schwierigkeit. Nagas kann ich noch nicht rekrutieren. Sollte man sich mal drum kümmern. So. Ohne die geht hier gar nichts, Leute. Ich will Thanos Kopf. Der Vorstoß der Armeen des gemeingefährlichen Bösen war den gefräßigen Helden von Burgers End nicht entgangen, als sie zwischen zwei Mahlzeiten einmal den Kopf hoben. Sofort schickten sie Späher und Kampftrupps in Richtung des Dungeons aus. Mit diesen verfressenen Schweinen werden wir doch spielend fertig. Wir könnten doch auch friedlich mit ihnen umgehen, oder? Das war ein hehrer Gedanke der guten Talia. Die Helden von Burgers End waren beim Essen nicht wählerisch. Und Dunkelelfenfinger galten als Delikatesse. Oh, widerlich. Okay, machen wir die Schweine platt. Gute Entscheidung. Das Bösartigkeit sammelnde Böse hatte, naja, Bösartigkeit gesammelt. Verdammte Partizipien. Wie auch immer, es hatte alsbald die Möglichkeit, Gobobots zu erforschen, um diese in Zukunft selbst seinen Reihen hinzufügen zu können. Diese recht hilfreiche Forschung würde alle gewöhnlichen Goblins mit einem Mech ausstatten und so ihre Kampfkraft massiv erhöhen. Sehr gut. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Oh oh, ein Spinnennest wurde angegraben. Oh. Den Gobblebot holen wir uns als nächstes.
brauche noch zwei mehr Schneiderlinge. Sonst geht hier nämlich gar nichts. So, hier könnte man jetzt mal... Der erste Nahrungstransport machte sich auf in Richtung Burgers End. Natürlich würde das gut vorbereitete und überhaupt nicht überrumpelte Böse diesen gar niemals nicht ans Ziel kommen lassen. Gebt eure Befehle. Ich wette, wir werden jetzt irgendwie hier Gegnern begegnen oder so. Die stehen hier hundertprozentig irgendwo. Wissen sie ja eigentlich fast. Boah. Es ist Zahltag. Wir sollten endlich ein paar Kreaturen losschicken, um diese Blockade auszunutzen. Danach würde ich sagen, kümmern wir uns gleich um diese Blockade. Dann musst du nämlich den längeren Weg gehen. Jetzt komm her, du verrückte Mongo. Genau. Das meisterhafte Böse hatte den Transport vernichtet, ohne auch nur ins Schwitzen zu geraten. Scheibenkleister. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich hab's gerade eben gesehen, ey. Brauch unbedingt Fallen. Wenn ich die hab, bin ich zufrieden. Verteidig das Dungeon-Herz! Jetzt flackt da noch ein Buch rum. Bisschen ausgeteilten Schaden. Ja. Ach, scheiße, das wäre sogar ein Schadensbonus gewesen. Autsch! Dem hab ich's gezeigt.
sind noch da. Wir greifen sie von oben an. Diese Kraft, sie ist so unglaublich stark. Scheiße, 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 scheiße. Aua! Sind Feinde in eurem Dungeon. Vernichtet das Gute! Wen soll ich mal... Ein Transport mit einer Vielzahl kulinarischer Genüsse war auf dem Weg nach Burgers End. Sehr schade, dass er sein Ziel niemals erreichen würde. Es ist Zahltag. Talia macht jetzt bei weitem mehr Damage. Das ist schon mal richtig gut. Die dunkle Macht erfüllt mich! Bringt mich zu den Gegnern! Alles Gute muss sterben. Pfeil. Und wenn wir den Nahrungstransport dann haben, holen wir uns gleich mal hier die Bösartigkeitsquelle, gehen hier weiter, killen die, gehen hier hoch, killen das und holen uns die zweite Bösartigkeitsquelle. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das ausgebuffte Böse hatte dem Essenstransport keine Chance gelassen. Statt der Helden in Burgers End schlugen sich nun seine Kreaturen den Bauch voll. Eine Bösartigkeitsinsel wird angegriffen.
Der Feind hat eine eurer Bösartigkeitsinseln eingenommen. Das bierbrauende Böse konnte nun eine Brauerei errichten. Alkohol und schwer bewaffnete bösartige Kreaturen? Was kann da schon schiefgehen? Aber abgesehen davon erlaubte es die Brauerei, köstliches Bier zu brauen, wonach sich die Wesen der Horde sehnten. Für die Horde war Freibier essentiell. Verlangten diese sturen Kreaturen doch nach dem köstlichen Trunk, wenn sie ein gewisses Maß an Erfahrung gesammelt hatten und ihre Ausbildung über eine bestimmte Stufe hinaus fortsetzen wollten. Eigentlich erinnert mich das an meine Zeit bei der Armee und beim Fanfarenzug der Kolping-Familie. Boah. Oh, anscheinend hatten ein paar Helden das Glück gehabt und ein paar Goblins bei ihrer Pinkelpause außerhalb ihrer Gobobots erwischt. Die solltet ihr so schnell wie möglich befreien. Jetzt haben wir nämlich quasi fast alles an Bösartigkeiten. Dem hab ich's gezeigt. Haben wir jetzt nämlich auch. Dann sammle ich die mal schnell hier. Und lass die mal schnell. Dingsen. Hier bauen wir eine Brauerei. Zahltag. Eine Brauerei blitzte und funkelte nun im Dungeon des alkoholabhängigen Bösen. Doch ehe der edle Tropfen für die Horde produziert werden konnte, musste zunächst noch ein Braukessel errichtet werden. Haben wir schon. Zwei Kessel. So. Können wir das erforschen? Wir können das erforschen. Wir können den erforschen. Dann haben wir eigentlich so gut wie alles. Jetzt können wir upgraden. Beginn Talia als nächstes Mal. Obwohl hier noch mal ein bisschen Bevölkerungslimits. So, jetzt gehen wir mal in den Angriff auf diese eine Basis, dann holen uns die Gobobots. Die erste Brauerei. Ein weiterer Transport ist unterwegs. Los, kümmern wir uns drum. Dankbar und erleichtert ob der helfenden Hand des massakrierenden Bösen, schlossen sich die Goblins sofort dessen stets wachsender Armee an. Kann jetzt nicht sagen, der kann ich nicht. Befehligt mich! Ja. Da nehme ich was abfangen.
So. Schöne braun Bier. Hier kann man mal so ein Dämonen-Ding bauen. Und hier brauchen wir gleich mal so eine Abbaustation. Bin noch mächtiger! Ich werde das Land vernichten! Es sind Feinde in eurem Dungeon. Okay. Hat das natürlich Vorrang. Weil, kann ich jetzt schon... Ja, kann ich. Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Hier brauchen wir dann so ein Teil. Und jetzt müssen wir ein Imps. Habe ich schon einen Friedhof? Meine Banshee habe ich ja jetzt rekrutiert, aber ich habe noch keinen Friedhof. Den Friedhof bauen wir dann mal unten hier irgendwo. Am besten so, dass sie da durch müssen. Zahltag. 885. Das ist noch machbar. Oh, die Falle steht hoffentlich schon. Thank you.
Zufriedenes Schmatzen tönte aus der Richtung von Burgers End. Das tollpatschige Böse hatte es versäumt, den Essenstransport aufzuhalten. Nice. Okay, ich glaube, ich muss ein paar mehr Gobbler bauen. Sonst verhungern wir hier. Das sind 80%. Ach so, umso mehr als sie. Haben wir noch zwei Matches? Okay, nur eine. Es ist Zahltag. Wird fallen.
einem zufriedenen Krachen und Knurpsen hatten die Armeen des unnahbaren Bösen das Lager der Pixies zerstört. Eine wunderbare Tat, denn deren Flügelschlagen erinnert mich auf ein Transport mit einer Vielzahl kulinarischer Genüsse war auf dem Weg nach Burgers End. Sehr schade, dass er sein Ziel niemals erreichen würde. Wir haben den Essenstransport aufgehalten. Ha, lass die Schweine hungern! So. Jetzt klären wir mal hier die ganze Map. Dann müssen wir nur noch die Leute in Burgers End aushungern lassen. Aha, da will sich schon wieder jemand zum Dungeon bewegen. Haben wir es schon wieder erwischt. Da liegt noch ein Zombie. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Das habe ich damit gemeint. Instant. So, und jetzt stimmen wir mal das Lager hier. Autsch! Das war's für dich. Was kann ich tun? Jetzt wird weiter gerusht, ey. Rush B! Hier liegt noch ein toter Zombie, da liegt noch ein toter Zombie. Solange es die Zombies sind, ist alles gut. Und tschüss. So, jetzt lassen wir hier mal heilen. Weil sonst kommen wir gar nicht mehr hinterher. So. Spinnen haben sich im Untergrund breit gemacht. Uiuiui. Oh, nice. Habe ich nur eine Naga? Gebt eure Befehle. Es ist Zahltag. Tatsache, wir haben eine Naga. Tausend Gold. So. Ich bin die Königin des Bösen. Was soll ich tun? Talia ist jetzt fucking krass. Ich werde das Land vernichten. Ach wirklich, jetzt habt ihr die Spinne aus dem fucking Mist gelockt.
Dungeon-Herz wird angegriffen. Jetzt greifen Spinnen mein fucking Dungeon-Herz an, Leute. Wieso ist die eine Spinne so krass? Verteidigen! Späher berichteten dem straßenräuberischen Bösen von gleich mehreren Transporten nach Burgers End. Auf sie mit Gebrüll, dachte sich das brüllende Böse. Das Dungeon-Herz wird angegriffen. Ja, ist gut. Hab ich schon mitbekommen. Lass mal erstmal die Armee stärken. Der ist nicht so weit, das heißt... Hier tun wir dann so ein Portal hin, weißt? Und dann, wenn die Spinnen gekillt worden sind. Ich werde den einen nicht mehr rechtzeitig aufhalten. Das Gute wird. Nee, der ist zu schnell. Ihr wünscht? Ich dann auch zu nah an Burgers End. Wow, das war knapp. Die Armeen des zerstörungswütigen Bösen hatten einen der Transporte vernichtet. Ich werde das Land vernichten. Das meisterhafte Böse hatte alle Transporte aufgehalten. Grandios! So, und da kommt schon wieder so scheiß Spinnen, ey. Durch, oder? Nein, die greifen das Portal bloß an. Gut. So, aber jetzt müsste ich meine die Leute hier ausruhen gehen.
Es sind Feinde in eurem Dungeon. Es hat sich schnell erledigt mit den Feinden im Dungeon. Diese Blockade würde für das hinterhältige Böse sicherlich sehr nützlich sein, um die Zugänge nach Burgers End zu verstopfen. Ja, meine Leute sind aber noch im Regen. Wir sollten endlich ein paar Kreaturen losschicken, um diese Blockade auszunutzen. Mich über dem Feind ab! Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Ich bin... Die Macht ist unbeschreiblich. Späher berichteten dem straßenräuberischen Bösen von gleich mehreren Transporten nach Burgers End. Auf sie mit Gebrüll, dachte sich das brüllende Böse. Stapel nahe dem Zugang zur Stadt könnte sich als hervorragende Blockade erweisen. Schnell machte sich das langsame Böse daran, das auszunutzen. Das hinterhalte planende Böse hatte die Blockade ausgenutzt und dadurch den Zugang der Nahrungsmitteltransporte nach Burgers End deutlich eingeschränkt. Damit sollte es ein Kinderspiel sein, die Stadt auszuhungern. Sehr gut. Schlagen wir die Fresssäcke da, wo es ihnen wehtut. Bei den Weichteilen? Bei ihren Mägen! Da ist Platz fürs Portal. Nichts.
einer der Transporte nach Burgers End fand ein unrühmliches Ende. Okay, weiter geht's. Es ist Zahltag. Dem habe ich's gegeben. Okay. Das wird ziemlich knapp. Befehligt mich. Was gibt es? Das meisterhafte Böse hatte alle Transporte aufgehalten. Grandios. Genau. Dann schicken wir die mal wieder zurück ins Dungeon. Und dann sage ich, was ist mit der Folge Dungeons 3 wie immer. Wird sich gefordert, lasst ein Like da. Wenn ich dann, schreibt es in die Kommentare, was ich bedrückt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.